Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu ssalati wa tammu ttaslim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir sind immer noch im Kitab al-Tawbah, dem Buch der Reue. Und wir sind angelangt bei dem Abschnitt über die Bedingungen der Taube, Shurut al-Tawbah. Die Bedingungen der Taube. Und dazu erwähnt der Imam Rahimahullah eingangs, dass die Tauba ein Ausdruck ist, der steht für eine Form des Bedauerns, An-Nadam. Und das entnimmt man aus der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, At-Taubatu An-Nadam. Tauba An-Nadam. Diesen Ausdruck übersetze ich mal so: Die Tauba ist das Bedauern. Aber wenn wir uns das mal genau betrachten, wie es in der arabischen Sprache formuliert ist, dann sehen wir, dass das Bedauern in dem, ich nenne es mal in dem System der Tauba, ich nenne es System, weil es aus mehreren Einzelheiten besteht, etwas Komplexes ist. Es ist der hervorstechende Teil in diesem System. Das ist nämlich so aufgebaut, der Satz, dass er aus zwei bestimmten Teilen zusammengestellt wurde. Prädikat, Subjekt und Prädikat, beide sind bestimmt. Und das geht eigentlich nicht. Eigentlich ist das Subjekt immer bestimmt, in der arabischen Sprache, das Objekt unbestimmt. In diesem Fall aber sagt er, At-Taubatu An-Nadam. Wie in der ähnlich auch die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafa. Wobei das hier, er sagt hier, der Hajj, das ist Arafa. Also als ob er sagt, der Hajj ist nichts anderes, als bei Arafah zu stehen. Und damit drückt er einfach aus, dass das Stehen bei Arafah ein gewaltiger, großer, sehr essentieller Bestandteil des Hajj ist. Und genauso hier, At-Taubatu An-Nadam, drückt hiermit aus, dass das Bedauern ein essentieller und äußerst wichtiger Bestandteil der Tauba ist. Denn durch das Bedauern entstehen zwei Dinge, die ebenfalls notwendig sind für die Tauba, und zwar der Al-Azm und Al-Qasd. Erst wenn man bedauert, entstehen diese zwei Faktoren, nämlich Wille und Entschlossenheit. Wenn du etwas nicht bedauerst, wenn du eine Tat praktizierst und sie nicht bedauerst, kannst du auch keinen Willen oder Entschlossenheit fassen, sie in Zukunft zu unterlassen oder das, was du mit ihr angerichtet hast, wieder auszubessern und zu retuschieren. Und daher sagt er hier, die Tauba ist ein Ausdruck für das Bedauern, und dieses Bedauern lässt zwei weitere Dinge entstehen. Sie entstehen durch dieses Bedauern, das ist der Al-Azm und Al-Qasd, der Wille und die Entschlossenheit. So, danach sagt er, definiert er nochmal genauer, was bedeutet es denn, etwas zu bedauern. Er ist unabhängig von der Tauba, im allgemeinen Sinn das Wort An-Nadam in der arabischen Sprache, das Bedauern. Er sagt, das Bedauern bedeutet, einen gewissen Schmerz im Herzen zu fühlen, wenn man etwas verlassen muss oder wenn einen etwas verlässt, was ihm lieb ist. Wenn einen etwas verlässt, was ihm lieb ist, dieser Schmerz, der im Herzen entsteht, den man fühlen sollte, dieser psychische Schmerz, das ist das Bedauern. Und ein Anzeichen für das Bedauern, also Erkennungsmerkmal, ist zum Beispiel das Weinen oder ständige, kontinuierliche Trauer. Das sind Erkennungsmerkmale dafür. Dann hat er hier ein Beispiel angeführt. Er sagt, wer zum Beispiel merkt oder fühlt, dass sein Kind, sein Sohn, seine Tochter, was auch sein mag, dass er von einem Unglück betroffen ist, oder jemand, der ihm lieb ist, unabhängig davon, dass es sein Verwandter ist, wenn er fühlt oder erkennt, wahrnimmt, dass er von einem Unheil betroffen ist, das für ihn schmerzhaft ist, dann wird er ihn beweinen. Er selbst wird Anteil nehmen an diesem Unheil. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch über die Gläubigen. Das entsteht natürlich nur, wenn eine gewisse Bindung da ist. Und wenn die Sinne noch nicht so abgestumpft sind. Er sagte, die Muslime sind wie ein Körper.
Wenn ein Teil davon unter Schmerz leidet und fiebert oder Schmerz leidet, ist der ganze Körper davon betroffen. Das heißt, diese Empathie, dieses Mitgefühl besteht natürlich nur, wenn eine gewisse Beziehung da ist, eine gewisse Loyalität da ist. Und das ist meistens der Fall, wenn man gleichgesinnt ist. Wie dem auch sei, er sagt, wenn wir uns das mal betrachten, das heißt, dass du aufgrund der Empathie zu anderen Schmerz empfindest, weil sie von einem Unglück betroffen sind. Und dadurch entsteht auch eine Form des Bedauerns. Du bedauerst, dass dies passiert ist. Er sagt dann hier, Punkt 2, es gibt in der Realität nichts, das dem Menschen lieber ist als sein Selbst. Und das ist so, Punkt. Es kann sein, dass man besonders gutmütig ist, gutmütige Eigenschaften hat, dass man Mitgefühl hat mit anderen, aber im Endeffekt steht der Mensch mit seinem eigenen Ich immer im Vordergrund. Das eigene Ich steht immer im Vordergrund. Besonders dann, wenn es heikel wird, wenn es darum geht, um Schaden und Nutzen geht. Und du kannst vielleicht behaupten, dass es hier nicht der Fall ist, aber spätestens in der Akhira wird es der Fall sein. Deswegen sagt Allah Ta'ala, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Und an dem Tag, an dem der Mensch vor seinem Bruder flüchten wird, und hier auch eine entscheidende Sache, ne? Allah Ta'ala erwähnt erstmal den Bruder. Er flüchtet an dem Tag, an dem der Mensch vor seinem Bruder flüchten wird und vor seiner Mutter und vor seinem Vater. Jede Seele wird mit sich selbst beschäftigt sein. Interessiert niemanden das, was den anderen gerade zustößt. Aber interessant ist hier, dass Allah Ta'ala mit dem Bruder beginnt, weil man meistens, das ist wirklich Realität so, meistens die Geschwister untereinander, sie teilen ihre Sorgen, ihr Leid untereinander mehr, als dass sie das mit ihren Eltern tun. Oder sie finden in ihren Geschwistern mehr Stütze als in ihren Eltern. Deswegen hat er hier mit dem Bruder begonnen. Und ebenfalls sagt Allah Ta'ala in einer anderen Stelle, وَلَا يَسْأَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا. Und kein Hamim wird sein Hamim fragen. Hamim ist jemand, der einem besonders lieb ist. Ein Hamim ist jemand, zu dem man sehr warme Beziehungen pflegt. Und also hier sagt Allah Ta'ala, an diesem Tag wird kein Hamim den Hamim fragen. يُبَصَّرُونَهُمْ, sie sehen sie. Also hier er sagt, يُبَصَّرُونَهُمْ, ne? Es ist nicht, weil sie vergessen haben oder weil sie sie nicht sehen. Sie sehen sie. Aber trotzdem werden sie sich nicht um sie interessieren. Und deswegen sagt Allah Ta'ala dann noch was Schlimmeres hier. Es ist nicht nur, dass sie sich nicht um sie interessieren werden. Er sagt, sie würden sich wünschen, könnten sie diese aufopfern, um selbst davon zu kommen. Naja, wie dem auch sei, auch in der Dunya ist es so. In der Dunya ist es so, Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnte einen ganz schönen Punkt. Er sagt, es gibt nur ein Wesen, das existiert, das dem es in seinem Tun und Lassen nur um dich geht. Also er möchte damit keine eigenen Interessen verwirklichen. Er möchte keine eigenen Interessen verwirklichen. Es gibt nur ein einziges Wesen, das existiert, das so handelt. Alle anderen Menschen, egal wer sie sein mögen, ob das deine Eltern sind, ob es deine Geschwister sind, ob es Verwandte oder Freunde sind, alle verfolgen Interessen in dir. Es ist ja nicht immer schlimm, es können weltliche Interessen sein, es können auch Interessen des Jenseits sein. Aber jeder verfolgt irgendwelche Interessen. Wenn er dir etwas Gutes antut, hat er darin irgendwelche Interessen. Wenn er dir etwas spendet, hat er Interessen. Wenn er dich gut behandelt, hat er Interessen. Es gibt nur ein Wesen, das handelt oder dessen Handlungen nicht auf persönliches Interesse gründen, das ist Allah Ta'ala. Er befiehlt und verbietet nicht wegen Interesse. Er belohnt und bestraft nicht wegen Interesse. Also das ist Punkt 1, oder wir waren bei Punkt 2.
Es gibt nichts, das dem Menschen wertvoller und wichtiger ist als sein eigenes Ich. Tayyib. Das ist die erste Prämisse. Prämisse Nummer zwei. Es gibt keine Strafe, die schlimmer und gewaltiger ist als die Pein der Akhira. Das ist Prämisse 2. Und Prämisse 3, ich nenne das mal so jetzt Prämisse einfach, Muqaddimat. Drittens, gibt es ein Anzeichen oder Symptom, ich nenne es mal Symptom und Anzeichen, die auf das Eintreten von der Strafe, die auf das Eintreten der Strafe hinweisen, oder Hinweise größer als die Sünden selbst. Die Sünden selbst sind der größte Hinweis dafür, dass Strafe bevorsteht. Sind ja die Ursache dafür, ne? Direkte Ursache dafür. Und es gibt niemanden, der in seinen Aussagen wahrhaftiger ist als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat das mitgeteilt. Würde dir ein Arzt sagen, dass dein Sohn oder dein Kind von einer Krankheit betroffen ist, die sich nicht heilen lässt oder nur schwer heilbar ist oder ihn töten wird, würdest du darum trauern, richtig? Du würdest tief betroffen davon sein, aber nochmal zurück, dein Sohn ist dir nicht wichtiger als du selbst oder wertvoller als du selbst. Wie gesagt, es kann, vielleicht denkt man das über sich so, aber oft, wenn es dann drauf ankommt, ist es nicht mehr der Fall. Und wie gesagt, wenn es auch in der Welt so sein sollte, dann ist es spätestens in der Akhira nicht mehr der Fall. So, der Arzt ist aber nicht wissender als Allah und sein Gesandter, und der Tod ist nicht schlimmer als die Pein in der Akhira. Der Tod ist nicht schlimmer. Und die Krankheit kann ein Hinweis dafür sein, für einen bevorstehenden Tod, aber muss nicht sein. Die Sünden sind aber ein ganz einleuchtender Hinweis auf eine bevorstehende Strafe, und wenn nicht auf eine Strafe, dann zumindest auf die Unzufriedenheit Allah Ta'alas. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, glaube ich, ganz am Anfang dieser Serie, und das wird er auch nochmal ansprechen, dieses Thema. Aber warum? Ich habe eben gesagt, der Tod ist nicht schlimmer als die Strafe in der Akhira, oder die Strafe in der Akhira. Wir können das aber auch nochmal anders ausdrücken. Der Tod des Körpers ist nicht schlimmer als die Krankheit des Herzens. Das haben wir schon mal gesagt, diesen Satz, den solltet ihr euch einprägen. Warum ist das nicht schlimmer? Der Tod, das Allerschlimmste, was hierbei passieren kann, ist, dass dein Körper nicht mehr funktioniert, dass er verfault und verdirbt. Aber die Seele wird ja nicht mit dem Tod, ihre Existenz wird nicht beendet. Und Herzenskrankheiten, wir nennen es Herzenskrankheiten, das sind aber Krankheiten, von der die Seele betroffen ist. Das heißt, sie nimmt sie mit. Sie nimmt sie mit und wird in Rechenschaft gezogen. Und sie hören nicht mit dem Tod auf. Sie bestehen weiterhin. Warum ist es aber dann so, dass die Menschen sich schrecken, wenn du ihnen sagst, das führt zum Tod, schrecken sie sofort ab. Wenn du aber sagst, das führt dazu, dass deine Seele krank wird, schrecken sie nicht ab. Der Grund ist einfach, weil der Tod etwas Fühlbares ist, etwas, was man sehen kann. Und der Mensch ist ein bisschen materialistisch. In allen Perspektiven ist der Mensch materialistisch. In Bezug auf die Uluhiyya. Wir sehen immer, dass Menschen, sie können sich nicht mit dem Nicht-Materiellen begnügen. Sie brauchen immer etwas Fühlbares. Selbst bei ihrer Anbetung. Wenn sie etwas anbeten wollen, wollen sie etwas Fühlbares haben. Deswegen als Musa, das Volk von Musa, als er mit dem Banu Israel abgezogen ist, nachdem sie errettet worden sind, er hat sie ja zu dem Eingottglauben Allahs aufgerufen. Was haben sie danach gesagt, nach ihrer Abreise? Nach einer Weile waren sie ein bisschen verdrossen. Und da sagten sie, ija'allana ilahan kamalahum aliha.
mach uns doch auch ein paar Götter. So wie sie auch Götter haben, also materielle Götter, die wir fühlen können, die wir sehen können. Der Mensch ist also ein bisschen materialistisch. Und dieser Tod ist ja, ich nenne es mal, der Tod ist etwas, er betrifft auch die Materie, denn es ist ja der Körper, der hier stirbt, der aus Materie besteht. Die Seele bleibt ja weiterhin bestehen. Das macht ihm mehr Angst und schreckt ihn mehr ab als das Versagen seiner Seele, weil das etwas ist, was er nicht sieht oder nicht wirklich fühlt. Er fühlt es nicht. Er fühlt es erst in der Akhira. Und die Akhira ist etwas wieder, was nicht in Reichweite ist, nicht in naher Reichweite. Deswegen wird es vernachlässigt. Aber er wird noch weitere Gründe erwähnen am Ende dieses Kapitels. Nun, was er sagt hier, der Ta'ib ist der Bereuende, der die Tauba durchlebt. Ich nenne das Durchleben. Durchleben, wisst ihr warum? Die Tauba ist nämlich nicht etwas, ist nicht so eine Station, wo du mal Halt machst und dann weitergehst zur nächsten Station. Wie Ibn al-Qayyim sagt, Ibn al-Qayyim hat ein Buch geschrieben, Madarij al-Salikin nennt sich das. Madarij al-Salikin, das heißt Stufen und Etappen der Salikin, also derjenigen, die den Weg zu Allah beschreiten. Aber er hat am Anfang etwas klargestellt. Er hat das zwar Stufen genannt, aber er sagt, vergleiche sie nicht mit den Stufen, mit den Stufen dieser Welt, so wie wir sie kennen. Wenn du eine Stufe hochschreitest, musst du eine hinter dir lassen. Kannst du nicht mitnehmen. Ist kein Teppich, den du beim Laufen zurollst und mit dir nimmst. Aber er sagt, die Stufen der Akhira sind dieser Natur. Die Stufen der Akhira, und er meint diese verschiedenen Etappen der Dienerschaft zu Allah, er sagt, sie sind nicht wie die Stufen in der Dunya. Wenn du eine beschreitest, musst du sie mitnehmen zur nächsten und nicht hinter dir lassen. Und deswegen das Durchleben der Tauba, das ist eine Stufe, die du ständig mit dir begleiten musst. Nicht einmal begehen und dann weitergehen und sie zurücklassen. Und deswegen sagten wir auch, der Mensch, am Anfang dieses Kapitels, wenn ihr euch erinnert, dass der Mensch, die Tauba ist eine kontinuierliche Pflicht. Eine kontinuierliche Pflicht, eine tägliche Pflicht. Das ist eine tägliche Pflicht, so wie das Gebet und das Gedenken an Allah, ständige Furcht, Hoffnung, Hegen in Allah. Diese Pflichten sind auch kontinuierlicher Natur, nicht wie das Fasten oder die Hajj und so weiter. Was sollte der Ta'ib tun? Er sagt, er sollte schauen. Also es geht jetzt darum, seine Vergangenheit ein wenig wieder in Ordnung zu bringen. Denn die Zeit des Menschen ist ja sein Kapital. Und wenn er da in seinem Kapital gewisse Verluste gemacht hat, dann muss er diese wieder, irgendwie ausgleichen durch Gewinne. Und er sagt dann, entsprechend sollte er schauen, was er an verpassten Pflichten hat. Also was hat er so an Pflichten verpasst, wie zum Beispiel das Gebet. Dann soll er das nachholen. Auch wenn es Jahre sind, Und wie macht er das? Er verteilt es auf seine Tage. Er fügt jedem Gebet beispielsweise noch einige Gebete hinzu, bis er glaubt, das getan zu haben, was er verpasst hat. Aber das gilt natürlich nicht für jemanden, der in den Islam eingetreten ist. Das wäre, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Tauba oder der Islam. Der Islam löscht das aus, was vorher stattgefunden hat. Oder zum Beispiel das Fasten, wenn er Fastentage hat, die er nicht unentschuldigt nicht gefastet hat. Oder Zakat, wenn er gewisse Zakat nicht ausgezahlt hatte. Oder sonstige Pflichten, die soll er alle versuchen nachzuholen, soweit es geht. Ebenfalls soll er schauen, was er an Missetaten begangen hat und sollte sie irgendwie büßen. Na, am Missetaten, ab wann fängt er denn an, sie zu zählen? Ab dem Bulugh, ab der geschlechtlichen Reife. Denn erst mit der geschlechtlichen Reife ist man, nennt man das, zurechnungsfähig. Richtig? Davor
nicht, deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rufi al-Qalamu an thalath, dass der Stift ist für drei Menschen aufgehoben. Das heißt, das ist ein Ausdruck dafür, sie werden nicht belangt für ihr Tun und Lassen. Diese drei Menschen sind As-Sarir, Hatta Yablu, der Unreife, das unreife Kind, bis es ausreift, also geschlechtlich ausreift. Und Al-Majnun, Hatta Yufiq, der Geistesgestörte, bis er wieder besonnen ist. Und das dritte, Wannaim Hatta Yastayqidh, und der Schlafende, bis er aufwacht. Diese drei Menschen sind nicht zu rechnen. Es gibt natürlich noch andere, aber die wurden jetzt in dem Hadith nicht genannt. Man kann sie aber alle zu diesen drei zurückführen. Wie zum Beispiel jemand, der im Rauschzustand ist, im vollen Rauschzustand, und er ist nicht in der Lage zu begreifen, was er tut und sagt. Das nennt man As-Sukr al-Mutbiq. Diese Person ist nach einigen Rechtsgelehrten ebenfalls nicht zurechnungsfähig. Also unabhängig davon, ob er das selbst veranlasst hat oder ob er dazu unbewusst genötigt wurde, wie zum Beispiel, wenn man ihm etwas in sein Getränk beimischt oder so. Der Madhab der Hanabil ist aber, dass er trotzdem zurechnungsfähig ist. Zurechnungsfähig nicht im Sinne, dass er begreift, was er tut, aber weil er selbst der Auslöser dafür ist. Weil er selbst veranlasst hat, dass seine geistigen Fähigkeiten durch dieses verbotene Mittel eingeschränkt werden. Das heißt, die Folgen davon wollen wir jetzt mal nicht erwähnen. Aber wenn wir sagen, er ist nicht zurechnungsfähig, können wir das zu den drei Personen in diesem Hadith zurückführen, richtig? Man könnte ihn mit dem Majnun vergleichen, also Analogieschluss, mit dem Geisteskranken oder mit dem Schlafenden. Wenn jemand ein Gebet verschläft, mal so eine Thematik nebenbei, wenn jemand ein Gebet verschläft, also er ist schlafen gegangen, bevor die Gebetszeit eingetreten ist. Ja? Ihr wisst ja, jede Ibadah hat sogenannte Bedingungen der Pflicht, Shurut al-Wujub, und Bedingungen der Gültigkeit. Bedingungen der Pflicht, das heißt, solange diese Bedingung nicht gegeben ist, bist du noch gar nicht dazu verpflichtet. Die Pflicht ist noch nicht da, ist noch nicht präsent. Beispielsweise beim Maghrib ist es die Pflicht der Bedingung ist der Sonnenuntergang. Ist die Sonne noch nicht untergegangen, besteht die Pflicht nicht, also du bist nicht angesprochen davon. Nehmen wir mal an, du gehst vor Maghrib schlafen, was aber unerwünscht ist. Ist unerwünscht oder nicht? Nach Maghrib schlafen ist unerwünscht. In einem Hadith kommt vor, وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte es nicht zu mögen, vor dem Isha schlafen zu gehen. Und er mag es auch nicht, nach dem Isha zu sitzen und sich zu unterhalten. Nachtgespräche, das ist im Orient sehr beliebt, dass man, da kommt das Leben erst nach dem Isha zustande. Die Menschen wachen dann nach dem Isha auf. Er mochte es nicht. Warum? Weil es dazu führt, dass man lange in die Nacht hinein schwätzt und dann am Morgen schlafen geht und vielleicht, und tagsüber sollte eigentlich das Leben erst beginnen. Dann schläft man den Tag durch, verpasst vielleicht noch das Fajr-Gebet und so weiter. Aber zurück zu der Frage, jemand geht vor dem Maghrib schlafen und wacht dann erst später auf, nachdem das Maghrib bereits abgestrichen ist. Hat er sich versündigt? Ich denke, ja. Nochmal zurück zum Hadith Nummer 1. Der Schlafende ist nicht zurechnungsfähig im Zustand des Schlafes, bis er aufmacht. Das heißt, er hat geschlafen, er war noch nicht angesprochen von der Pflicht. War noch gar nicht verpflichtend für ihn, richtig? Die Bedingung der Pflicht war nicht gegeben. Und dann ist er durch den Schlaf in einen Zustand der Unzurechnungsfähigkeit gelangt und ist aufgewacht, als das Gebet vorbei war. Diese Person ist nicht
ist nicht versündigt. Und daher stellt sich eine Frage, ich habe diese, da gibt es eine Fatwa, die ist ein bisschen, also gemäß dem Madhab zumindest, der Madhab der Hanabila, ist sie ein bisschen fragwürdig. Und zwar wurde mal jemand gefragt, diese Aussage geht aber nur dann, wenn wir davon ausgehen, dass das Unterlassen eines einzigen Gebetes, also absichtliches Unterlassen, vorsätzliches Unterlassen eines Gebetes, eine Form des Kufr darstellt. Wenn wir mal davon ausgehen würden, jemand setzt absichtlich seinen Wecker morgens früh erst nach dem Fajr. Er geht also nachts schlafen, lange bevor das Fajr überhaupt eintritt, und setzt seinen Wecker beispielsweise immer für 9 Uhr. Nehmen wir mal an, das ist der Madhab. Also das, das einzige Unterlassen des Gebets Kufr ist, das ist aber nicht der Madhab. Das ist aber nicht der Madhab. Also die Rechtsschule von Ahmed ist nicht dementsprechend. Aber wir gehen mal davon aus jetzt, wäre dieser Mann, der das macht, dadurch in den Kufr verfallen? Eigentlich geht das nicht. Das geht gar nicht. Das geht nicht, weil er während des ganzen Schlafes unzurechnungsfähig war. Nehmen wir mal an, er steht auf. Das Gebet ist eingetroffen und er wacht auf und schläft dann vorsätzlich weiter mit der Absicht, nicht zu beten. Also wir gehen davon aus, dass er die Absicht hatte zu beten. Er hat gedacht, wenn ich aufstehe, wenn ich zur Zeit aufstehe, dann bete ich, wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Was ich sagen will, ist aber, dass diese Fatwa nicht zu vereinbaren ist mit diesem Sachverhalt. Also wir haben gesagt, er sollte dann schauen, die Missetaten, die er praktiziert hat, beginnen mit der Zurechnungsfähigkeit. Das späteste Alter der Zurechnungsfähigkeit ist 15 Jahre. Also mit spätestens 15 Jahren ist man auf jeden Fall zurechnungsfähig. Selbst wenn es wenn die sogenannten Merkmale der geschlechtlichen Reife vorher nicht eintreffen. Es gibt ja gewisse Merkmale, wie zum Beispiel, was haben wir denn da alles? Stimmbruch. Stimmbruch ist kein, also rechtlich ist kein Merkmal. Ja. Aber rechtlich gesehen, ja, Sahih, Naam. Das sind zum Beispiel Merkmale dafür. Wenn sie nicht eintreten sollten, nehmen wir an, ein Junge, ist ja kein Kind mehr, 15 Jahre, und das alles hat nicht stattgefunden, er ist noch so, wie er war, werden wir ihn trotzdem rechtlich wie ein Ausgereifter behandeln. 15 Jahre bei den Jumhur, bei den Hanafiten ist 18 Jahre. Bei den Rechtsgelehrten der hanafitischen Schule. Das sind aber 15 Mondjahre, nicht die Sonnenjahre. Das heißt, ihr wisst, die Mondjahre sind kürzer als die Sonnenjahre. Wenn er dann so eine Auflistung gemacht hat, dann sollte er versuchen, jede Sünde, die er begangen hat, jede Missetat, mit einer entsprechenden guten Tat auszugleichen. Entsprechend, also entweder in ihrem Ausmaß oder sie hat gewisse Ähnlichkeiten dazu. Beispielsweise, nur ein Beispiel, das Berühren des Korans ohne Tahara, vorsätzliche Berühren des Korans ohne Tahara. Wenn er das einfach aus Leichtfertigkeit macht, das ist eine Sünde, oder nicht? Ist nicht legitim, darüber wird sogar der Ijma behauptet, dass es also einen Konsens gibt, dass das nicht legitim ist. Das sollte er dann beispielsweise wieder gut machen, indem er den Mus'haf ehrt, ihn würdigt, viel darin liest, vielleicht einen Mus'haf stiftet für Moscheen oder andere Organisationen. Wenn er Alkohol getrunken hat, dann sollte er das wieder ausgleichen, beispielsweise indem er Getränke spendet oder Brunnen graben lässt oder derartiges. Nach diesem Schema geht er halt vor. So, das gibt aber eine andere Sache. Und zwar haben wir gesagt, die Sünden unterteilen sich in zwei Kategorien, richtig? Sünden, die das bloße Recht Allah Ta'alas betreffen.
und Sünden, die ebenfalls die Menschen betreffen. Auch wenn sie das Recht Allahs betreffen, aber sie schaden den Menschen in irgendeiner Art und Weise. Was muss man in diesem Fall tun? In diesem Fall reicht es natürlich nicht aus, nur zu bedauern. Es reicht nicht nur aus, diese Sünden zu bedauern und sie zu bereuen und um Vergebung zu bitten und die Absicht zu fassen, sie zukünftig nicht mehr zu tun. Er muss da etwas hinzufügen, und zwar muss er aus diesen Ungerechtigkeiten raus. Er muss sich ihnen entledigen. Und dazu müssen wir Folgendes beachten. Diese Ungerechtigkeiten, die die Menschen betreffen, oder Sünden, die die Menschen betreffen, sie betreffen entweder ihr Leben, oder sie betreffen ihr Vermögen, oder sie betreffen ihre Würde. Das sind drei Kategorien, in denen man den Menschen Unrecht antun kann. Leben, Vermögen oder Würde. Und bei allen drei gibt es gewisse Dinge zu beachten, wie man sich diesen wieder entledigt, wie man sich da frei schafft aus diesen Sünden. Wenn es das Leben ist, dazu zählen wir mal Mord und Körperverletzungen. Mord und Körperverletzungen. Wenn es Mord war, dann muss er sich stellen. Ihr wisst ja, wir haben schon mal gesagt, wenn man gewisse Sünden begangen hat, die gewisse Sanktionen zur Folge haben. Ich nenne die Hadj-Strafen mal Sanktionen. Also Strafen, die von der Scharia festgelegt und festgesetzt worden sind, die nennen wir Hadj-Strafen. Das sind 7 oder 8. Wir hatten schon mal gesagt, man sollte sich nicht bloßstellen. Wenn man etwas getan hat, sollte man sich selbst verdecken und die Sache zwischen sich und Allah Ta'ala sein lassen und aufrichtig um Reue bitten, und das reicht völlig aus. Aber bei manchen Dingen muss man sich stellen. Und zwar besonders dann, wenn sie das Recht eines Menschen betreffen. Dazu zählt Mord und dazu zählt Verleumdung. Mord und Verleumdung, da darfst du nicht sagen, ich bedecke mich mal selbst. Wenn jemand gemordet hat, dann muss er sich stellen. Er muss sich dem Gericht stellen und er muss eben dann auch die Konsequenzen dafür aufnehmen. Wenn es vorsätzlicher Mord war, dann steht den Betroffenen die Auswahl des Vergeltungsmordes, also dass er hingerichtet wird, wenn sie das wollen, oder Entschädigung, das wäre die Adia. Die Adia, wie nennt man sie im Deutschen? Das Blutgeld, glaube ich, nennen sie das. Ich weiß es nicht. Oder eben Verzeihung. Aber die Betroffenen, sie haben die Auswahl. Die Betroffenen haben die Auswahl. Er muss sich aber stellen. Ungeachtet dessen, wozu das führen möge. Zweitens, wenn es unabsichtlicher Mord war, nicht vorsätzlicher Mord, auch dann muss er sich stellen. Natürlich gibt es dann keinen Vergeltungsmord. Also er darf nicht hingerichtet werden, auch wenn die Betroffenen das wollen. Das ist nicht legitim. Und das Gericht darf das auch nicht durchführen, weil das eben widerrechtlich ist. Aber er hat dann eben auch hier die Auswahl zwischen Entschädigung, das wäre wieder im Blutgeld, oder Erbarmung, wenn die Betroffenen das möchten. Übrigens, das Morden ist keine Kleinigkeit. Ne? Der Prophet ﷺ sagte in einem Hadith, er sagte, der Mensch befindet sich in Weite der Vergebung und Barmherzigkeit Allahs, also die Eventualität, dass ihm vergeben und dass er erbarmt wird, ist weit für ihn, solange er kein Blut fließen lässt. Das heißt, wenn er mordet, ist das für ihn die Sache eingeschränkt. Und daher sagt auch Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, er war der Auffassung, also zumindest wird das von manchen so ausgelegt, dass der Mörder keine Taube hat. Der Mörder hat keine Taube. Da sagt Allah Ta'ala, man qatala mu'minan muta'ammida. Und wer einen Mu'min absichtlich, vorsätzlich ermordet. Hier wird das Wort Mu'min erwähnt, wie in einigen anderen Ahadith auch. Da wird oft das Wort Muslim oder Mu'min erwähnt. Die Ulama sagen aber, das ist, weil die Angesprochenen Muslime oder Mu'minun waren. Die Angesprochenen, wie zum Beispiel im Hadith, ein Beispiel dafür, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte,
Inna al-mu'mina la yanjus. Der Mu'min ist niemals unrein. Der Mu'min ist niemals unrein. Er meint damit körperliche Unreinheit. Also sein Körper ist nicht unrein. Ist das nur für den Mu'min so? Also ist der Körper eines Ungläubigen unrein? Er ist nicht unrein. Ist nicht unrein. Aber er hat, die Ulama sagen dann in der Auslegung dieses Hadiths, sagen, er hat das Wort Mu'min hier angesprochen, weil der angesprochene Abu Huraira war. Aber es ist allgemein. Oder beispielsweise auch das Vermögen. Das Vermögen, er sagte, in einem Hadith sagte er, es ist nicht legitim, das Vermögen eines Mu'min zu entwenden oder ohne seine Zufriedenheit, ohne seine Einwilligung zu nehmen, selbst wenn es ein Siwak ist. Selbst wenn es ein Ästchen ist, mit dem er sich die Zähne putzt, das keinen Wert hat. Kein Wert. Kannst du irgendwo abpflücken, abschneiden. Aber er sagt, aber es ist halt, es wird Mal genannt. Also etwas, das nennt man Vermögen oder Hab und Gut. Es ist nicht erlaubt, das ohne seine Zuwilligung zu nehmen, selbst wenn es ein Oud ist, ein Ästchen. Bezieht sich das nur auf den Mu'min? Ja, es bezieht sich auf jeden, dessen Hab und Gut geschützt ist. Also das heißt, auch hier wurde das Wort deswegen benutzt, weil der Angesprochene eben derartige Natur war. Wenn es also, wie gesagt, was haben wir eben erwähnt? Den Mord, ne? Na. Das zweite, es betrifft Sünden oder Unrecht in Bezug auf das Vermögen. Entwendung von Vermögen, sei es durch den sogenannten Diebstahl, As-Sariqa, oder durch Rasp. Al-Rasp, es gibt einen Unterschied zwischen, oder ich frage euch mal einfach. Ich frage euch. Wir haben eine Person A, sie geht zu Person B und sagt ihm, gib mir dein Handy, sonst verprügel ich dich. Und dann entwendet sie ihm. Das nennt man das Diebstahl, Sariqa. Warum nicht? Nein. Aber in der Scharia wird das nicht als, also es kommt nicht unter den Delikt Diebstahl, es kommt unter einen anderen Delikt, das nennt man Raub. Und es wird auch anders geahndet. Es wird nicht, Diebstahl in der Scharia ist, dass man etwas aus einem geschützten Ort entwendet, in, wie soll ich sagen, Fichafa, yani, man entwendet es aus einem geschützten Ort und tut es versteckt. Also man versteckt sich irgendwie oder macht es in Abwesenheit des Besitzers und entwendet ihm das, ohne sein Wissen. Das nennt man Sariqa. Jemanden aber etwas mit Gewalt, durch Androhung von Gewalt oder durch Ausübung seiner Macht zu entwenden, das nennt man Rasbun oder auch Muharaba. Muharaba nennt man das auch. Wie dem auch sei, also alles, was das Vermögen betrifft, kann auch Betrug sein. Form von Betrug und Täuschung. Wenn er ihm Ware andreht und ihn dabei gewisse Mängel nicht beichtet. Er beichtet ihm nicht, was da für Mängel drin sind. Oder er verkauft ihm Ware als etwas und am Ende stellt sich raus, dass was anderes ist. Also Betrügerei, jede Form von Betrügerei. Wenn derartiges praktiziert worden ist, dann reicht natürlich auch nicht einfach eine Tauba zwischen dir und Allah. Du hast nämlich hier ein anderes Unrecht begangen, du musst dich auch davon irgendwie befreien. Das heißt, die Betroffenen entschädigen. Die Betroffenen müssen entschädigt werden. Das heißt, gestohlenes Geld, auch wenn es auch Jahre hinweg sind, du musst die Person auffinden und ihr das aushändigen. Betrogen, auffinden, aushändigen. Was auch oft passiert, ausgeliehene Dinge nicht mehr zurückgeben.
etwas ausleihen und nicht mehr zurückgeben. Das ist auch eine, ist das, nennt man das Sariqa eigentlich? Nennt man das Sariqa? Nehmen wir an, jemand macht das mehrmals, leiht sich von allen Nachbarn was aus und gibt es nicht mehr zurück. Er macht das vorsätzlich, er macht das mit der Absicht, das nicht mehr zurückzugeben. Nennt man das Sariqa? Nennt man nicht Sariqa. Aber was ist, wenn er leugnet, dass er diese Sachen genommen hat? Er leiht sich die Sachen aus und dann leugnet er, dass er sich etwas ausgeliehen hat. Und er weiß, dass er das ausgeliehen hat, er macht das absichtlich. Und wir haben Beweise und Zeugen, die bezeugen, dass er diese Sachen wirklich ausgeliehen hat. Bei den Jumhur der Ahlul Ilm zählt sowas nicht als Diebstahl, aber es gibt einen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Frau bestraft hat, also wie ein Dieb bestraft hat, die Dinge ausgeliehen hat und leugnete und daraufhin leugnete, dass sie diese Dinge ausgeliehen hat. Aber wie gesagt, das ist ihr vorsätzliches Leugnen, nicht jemand, der das vergessen hat. Manchmal leiht man sich Sachen aus und vergisst leider, dass man sich was ausgeliehen hat. Naja. Übrigens eine Frage, ne, die oft auch Streit verursacht. Du leihst dir etwas aus und die Aushändigung ist längst fällig. Also beispielsweise, du hast dir etwas für einen Tag ausgeliehen. Nur einen Tag. Oder für einen bestimmten Zweck und du hast diese Sache erledigt, ist getan und danach geht das Ding irgendwie kaputt. Nicht, weil du es nicht... weil du nicht sorgsam umgegangen bist oder derartiges, aber deine Kinder oder deine Frau oder es ist irgendwie runtergefallen. Aber es war schon längst fällig, dass du es zurückgibst. Was ist in diesem Fall zu tun? Musst du es entschädigen? Du musst es entschädigen. Nehmen wir mal an, eine andere Frage. Jemand gibt dir etwas aus, damit du es für ihn bewahrst. Das nennen wir einen Treuhänder oder so, ne? Treuhand. Treuhand? Ja. Das nennen wir im Arabischen Amana. Er gibt dir das und es geht bei dir zu Hause kaputt. Wie gesagt, auch nicht, weil du irgendwie unsorgsam damit umgegangen bist, aber es ist mal passiert. Wer ist dafür verantwortlich? Wer? Derjenige, der die Amana gibt. Naam. Er muss selbst den... die für die Entschädigung kommt nicht der Treuhänder, wenn man ihn so nennt, also derjenige, der diese Ware annimmt. Außer er ist unsorgsam damit umgegangen, beispielsweise hat es einfach in den Hof gestellt, ja, das ist so eine Sache, die muss irgendwo im Schrank bewahrt werden und er stellt sie einfach in den Hof oder er stellt sie im Wohnzimmer auf den Tisch. Und die Kinder spazieren da herum und spielen und er weiß, das kann so kaputt gehen. Das ist unsorgsamer Umgang mit der Ware. Er muss das entschädigen. Naja, wie dem auch sei. Was ist, wenn jemand zum Beispiel eine Person nicht mehr auffinden kann? Er hat ihr mal Dinge entwendet oder sie betrogen. Oder sonst etwas derartiges getan und kann sie nicht mehr auffinden. In diesem Fall schaut er nach seinen Nahverwandten, also die Leute, die ihn theoretisch erben würden, und händigt es an sie aus. Sie sind auch nicht mehr auffindbar. Dann muss er sich dennoch diesem Geld entledigen, denn es ist Geld, das in deiner Tasche ist, das dir nicht zusteht. Und wenn es dir nicht zusteht, ist es nicht dein Besitz. Du darfst es nicht verwenden zum Kaufen und derartiges, du musst dich davon entledigen, das heißt, spende das. Spende das für ihn. Sollte er aber irgendwann wieder auffindbar sein, sollte er wieder irgendwann erscheinen, musst du ihm dennoch sein Geld wieder aushändigen. Das war nur so eine Notoperation, sage ich mal, diese Spende. Ja? Und Notoperation, damit das nicht in deiner Tasche ist. Aber du musst dich dem entledigen. Was ist, wenn jemand Vermögen hat, er hat größere Vermögenssummen oder Hab und Gut und Teile davon sind nicht legitim? Beispielsweise hat er sich erworben durch nicht legitime, auch wenn es nicht unbedingt Unrecht ist, aber durch nicht legitime Geschäfte. Das heißt, die
rechtswidrig sind. Auch diese muss er sich entledigen. Er weiß gar nicht, wie viel das ist. Er kennt nicht die genaue Summe, dann muss er ungefähr schätzen. Dann muss er ungefähr Schätzungen machen und dementsprechend dann handeln und auch das sich diesem Geld entledigen. Dann haben wir die letzte Kategorie des Unrechtes oder des Vergehens gegen Menschen. Wir haben gesagt, Vergehen in Bezug auf die Würde des Menschen. Dazu gehört zum Beispiel Verleumdung. Bei Verleumdung muss man sich stellen, haben wir gesagt. Dazu gehört zum Beispiel auch das, wie nennt man die Riebe? Auf Deutsch. Das ist Riba. Wir haben Riba mit einem Rein, Lästern. Lästerei. Lästerei ist beispielsweise ein Vergehen gegen die Würde eines Menschen. Du beschmutzt damit seine Würde. Du stellst ihn in Verruf dadurch. Und das ist Schaden für ihn. Das ist Schaden für ihn. Oder auch Dinge, Behauptungen gegen ihn stellen. Anschuldigungen stellen, die nicht auf hundertprozentige gewisse Beweise basieren und sie in die Welt stellen, wie das heute oft passiert. Facebook, Fulan hat das und dies getan mit dem und jenem und das wird dann in die Welt gesetzt. 1000 Menschen lesen das, er kommt total in Verruf und keiner weiß, wo der Ausgang dieser Sache ist. Wer hat das in die Welt gesetzt? Wer war der Betroffene? Und dann heißt es immer, ich habe Beweise, ich kann sie zeigen. Ich habe Chatverläufe. Das sind doch keine Beweise. Jedenfalls, das ist ein Vergehen gegen die Würde des Menschen. Davon muss er sich auch frei machen. Und wie macht er das? Die Ulama nennen das Al-Istihlal. Bei den Türken heißt das, mach mich halal. Mach mich halal oder mach mein Haq halal. Ne? Das heißt, du gehst zu ihm hin und klärst ihn auf über die Sache und bittest ihn um Verzeihung. Aber das ist mit Vorsicht zu tun. Warum? Wenn man weiß, dass das dazu führt, dass die Situation noch brenzliger wird, dann sollte man das unterlassen. Besonders dann, wenn er Dinge getan hat, die ihn zutiefst kränken würden, wo es besser ist, dass er nicht weiß, was da passiert ist. In diesem Fall sollte er das nicht, ich nenne es mal beichten, sollte er das nicht beichten und sollte versuchen, aber man muss sagen, dennoch bleibt, also dass du das nicht tun sollst, ist wegen dem Schaden, der dadurch resultiert. Aber dennoch bleibt es in deiner Last. Es bleibt in einer gewissen Weise in deiner Last. Und daher musst du gucken, dass du das entschädigst. Und entschädigen tust du das nach dem Prinzip in al-Hasanat yudhibn al-Sayyiat. Die Hasanat lassen die Sayyiat schwinden. Das heißt, schau, dass du gewisse Hasanat vermehrst, damit die Waagschale am Tage der Auferstehung. Du wirst ja Hasanat verlieren. Du wirst die Gewinne verlieren und wenn die Gewinne nicht ausreichen, wirst du Schuld auf dich nehmen, dann musst du schauen, dass du das irgendwie in Gleichgewicht bringst. Ja, danach erwähnt er die Bedingung der Tauba. Wir haben jetzt eine Bedingung genannt, das wäre das Bedauern. Und das ist die schwierigste und größte Bedingung in der ganzen Sache. Und ich glaube, wir begnügen uns hiermit. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين